So, Samstagnachmittag. Samstag, der 20. Ich nehme mir ein Multitool mit. Die haben noch Macheten, Pfeil, Machete, Multitool. Weil die Messer sind weg. Campingspüle, Dusche, Faltkanister, Bob, alles noch da. Das nehme ich mit. Ja, ne? Ein Multitool mehr oder weniger. Ich habe ja erst 10. Wollen wir mal weitergehen. Schön hier. Und was haben sie noch? Japanische Gartenmachete. Für 12,99. Japanische Astzelle. Na ja, gut. Nehmen wir den hier mit. So, da sind wir zu Hause angekommen. Machen wir das kleine Unboxing. Also, 6,99. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was das hier ist, True Utilities Jackknife. Drei Jahre Garantie. Okay. So, da sind wir dann zurück. Ich hatte schon ein Unboxing gedreht über das Multitool, aber leider waren die Hintergrundgeräusche nicht zu ertragen. Deshalb muss ich das Video nochmal neu drehen. Das Unboxing hatte ich hier mit dem True Utilities Jackknife gemacht. Kommt auch nochmal ein Video-Review. Habe ich aber bei mir auf dem Teutonic Gearhead Kanal in Englisch. Also, wir haben hier Plastik. Hier sind Gummieinlagen. Ich weiß nicht, ob das TPE ist. Richtige Informationen über die Multitools oder die Sachen vom Normal kriegt man ja so gut wie nie. Mal Licht richtig machen. So. Was gut an dem Multitool ist, es ist federgelagert. Ja, wir haben hier einen Fischentschupper, einen Hakenlöser und hier noch ein Lineal. Dann haben wir hier einen Flaschenöffner mit einem Schraubenzieher, einen Kreuzschlitzschraubenzieher und einem Messer. Eine Klinge, wow, eine Klinge. So, mal gucken, ob ich hier ein Stück Papier habe. Ja, natürlich. Nur mal, um zu gucken, ob das Ding was taucht. Dumm ist nur, dass die ganzen Tools nur von innen zu erreichen sind, was zum Beispiel das Schneiden hier ein bisschen erschwert. Naja. Naja, da kannst du auf dem nackten Arsch mit nach Texas reiten. Übrigens, wenn jetzt jemand fragt, was das hier ist, das sind 2 Kopien von der Swiss Card. So, mal die Seite schon mal abgekaspert. Dann haben wir hier einen Metallpfeile, oder ist das eine Holzpfeile? Weiß ich nicht. Das hier müsste die Metallpfeile sein, das hier die Holzpfeile. Dann haben wir hier noch eine Metallsäge. Ist übrigens jetzt kein volles Review, sondern das kommt noch. Und dann haben wir hier einen Oldschool Dosenöffner. Würde ich alles noch testen. Und den Schraubenzieher könnte man aber auch ein bisschen als Meißel benutzen. Dann haben wir hier eine Holzsäge. Das war es schon eigentlich alles in allem. Das ist mein erster Eindruck. Übrigens ist nicht sonderlich verwindungssteif, muss man dazu sagen. Aber für 6,99 € ist das so weit. Naja, okay. Wenn ich das volle Review mache, dann vergleiche ich das Vorjahresmodell von dem hier mit dem. Und ich bin mir sicher, dass das gleiche Modell ist, nur mit anderen Einlagen, weil das andere war nämlich mit diesen roten Gummieinlagen. Und das hat sich eigentlich so ganz gut bewährt. Und ja, also wer es noch kriegen kann, bitte schön zugreifen. Ja, Low Budget Multitool vom Norma. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ach, ja, blöd Mann, hast du vergessen. Haben sie hier eine kleine Nylon-Tasche beigetan. Nichts Besonderes, einfach genäht.
Ja. Tja, wer nähen kann, der macht da am besten nochmal eine zweite Naht drauf. Oder wer eine Frau hat mit einer Nähmaschine, dann macht die das. Passt wie Arsch auf Eimer das Ding. Ja, Klett und Patte. Na, ich würde da vielleicht einen Druckknopf reinmachen. Aber wie gesagt, nichts Besonderes, aber brauchbar. So, jetzt kann ich meinen Rahmen hier wieder. Die Sachen habe ich nämlich nur hingelegt, um einen Rahmen zu haben, weil ich habe die Kamera, bin ja nicht zu Hause in Troisdorf, sondern zu Hause bei Frau Brehm. Ist aber nett, so ein Rahmen, oder? Da hat man aber ein bisschen nebenbei was zu gucken. Schon gigantisch, was die Chinesen bauen. Schon Gearbest. Kommt noch ein Review drüber. Ist auch nicht schlecht, ne? So, wie gesagt, volles Review kommt noch. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer gilt, tschüss, Mardiot, schwenkt do, tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Und volles Review kommt in etwa einer Woche. Aber wenn ihr es heute noch kriegen könnt, deshalb lade ich es jetzt ganz schnell hoch. Kauft es euch. Tschüss.